Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Checkpoint. Heute bei uns zu Gast die Geschäftsführer von Stautz, Jürgen Hagenauer. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Und Stefan Schauer. Vielen danke, Dank fürs danke Kommen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank. Ihr kommt eigentlich heuer gar nicht aus dem Feiern heraus, glaube ich. Ihr feiert heuer das 50-jährige Firmenjubiläum in Wien. Ja, 1971 hat Hans Staudt als Jungabgänger der Welthandelsuniversität die Firma gegründet und hat einen eigenwilligen Weg eingeschlagen. Er wollte einfach Qualität erzeugen, mit einer schönen Optik umgeben. Und bis jetzt arbeiten wir daran, die immer noch zu verbessern. Und ich selbst darf schon 30 Jahre im Unternehmen mittätig sein und diesen gemeinsamen Qualitätsweg mitgehen. Das Interessante ist ja das, dass es Stautz-Marmeladen quasi auf der halben Welt gibt, aber gemacht werden sie nach wie vor in Wien, im Zentrum von Wien quasi in Otterkring. Ja, eine Urban Production in Otterkring und Hernals, eine zweite Produktionsstätte. Und es soll auch so bleiben, dass wir weiterhin in Wien produzieren können und wollen. Das ist unser oberstes Ziel. Und die saure Sparte quasi, für die sind Sie zuständig, die kommt hauptsächlich aus dem Burgenland. Genau, also das gibt es seit 25 Jahren wird das ungefähr im Burgenland produziert, als Ostösterreich. Also es war auch in Hans Staudt immer wichtig, auch diese Produktion nahe Wien zu halten. Aber vor 25 Jahren hat der Entschluss, das Saure auszulagern und in Stegesbach zu produzieren. Diese Entscheidung ist vor 25 Jahren gefallen. Ja. Jetzt ist ja die Produktion das eine, das andere sind die Rohstoffe. Ich habe gehört, Sie kaufen ungefähr 3/4, ist mein Letztstand, der Produktion oder der Rohstoffe in Österreich ein. Stimmt das noch so? Diese Zielsetzung war Hans Staudt immer sehr wichtig, dass man sagt, okay, auch wenn der Stefan jetzt sagt, also vor 50 Jahren begonnen, Land wieder zu begeistern und in der Wertschöpfungskette natürlich von den Landwirten in der Region zu kaufen. Und das schafft man schon auch noch, dass man sagt, zu 70%, 80% unterschiedlich nach der Witterung, dass man sagt, das schafft man auch aus der Region. Ja. Wie war denn heuer die Witterung? Wie war die Ernte? Die Witterungen werden immer komplizierter. Es sind natürlich die letzten Jahre extreme Frostschäden aufgetreten, dann teilweise Dürreschäden, manchmal auch dann wieder zu viel Wasser zur falschen Zeit. Und das sind halt immer die großen Herausforderungen, die man sehr schwer im Vorhinein planen kann und sich darauf einstellen kann. Aber natürlich, wie man halt auch allgemein sieht, werden halt diese Wetterphänomene immer drastischer. Und das besorgt, also ist auch für uns ein gewisse mit Sorge verbunden, da wir ja direkt von der Urproduktion, vom Anbau leben. Und wir müssen halt auch danach trachten, dass wir dann auch diese Gebiete etwas auseinanderhalten und nicht auf einen Fleck alles anbauen, weil im Worst Case durch Frost oder auch durch Hagelschlag hat man dann eine größere Sicherheit, eine größere Ertragssicherheit. Jetzt ist es ja unbestritten, dass sich zurzeit alles offensichtlich großartig verkauft, dass er einen Regionalitätsmarschall hat. Da müsste eigentlich Stautz der Bestseller sein. Andererseits gibt es immer wieder Studien, wo dann steht, dass österreichische Ware nicht immer die beste ist, wenn es zum Beispiel um die Fungizidbelastung geht. Ist das zu kurz gedacht oder wie ordnen Sie solche Studien ein? Naja, wenn man jetzt konkret zum Beispiel Studien hernimmt von Früchten oder auch von Konfitüren, die getestet werden, von der Erdbeere. Es gab da in der Schweiz einen Test, wo halt die Schweizer Erdbeeren und die österreichischen Erdbeeren eigentlich am schlechtesten abschnitten. Im Vergleich zu welchen? Im Vergleich war das die ganze Welt, zu eher produzierten, die aus Nordafrika oder Südeuropa kommen oder aus Nordafrika. Also wir haben mit der Pestizidbelastung, mit der Fungizidbelastung vielleicht eher Probleme. Allerdings, es werden in keinster Weise Grenzwerte überschritten. Es werden teilweise 500stel von einem Grenzwert auch aufgezeigt, dass der enthalten ist. Die mitteleuropäische Landwirtschaft versucht halt, verschiedene Wirkstoffgruppen einzusetzen, damit es zu keinen Resistenzen kommt. Und aus dem Grund gibt es dann auch mehr Wirkstoffe und das schaut natürlich dann alles ziemlich nach mehr aus. Aber im Grunde genommen ist es schon sehr solide produziert und auch sehr nachhaltig produziert. Und wir leben halt auch in einer Gegend, in einem Breitengrad, wo es auch halt Niederschlag gibt. Das ist natürlich dann auch wieder gut für den Botrytis oder für den Monilia-Pilz. Und da muss man halt irgendwie dagegen etwas machen, damit man auch keine Lebensmittel wastet, damit die Lebensmittel nicht verderben. Und im Gegensatz zu teilweise in Trockenanbaugebieten produzierten
Früchten, die halt dann in trockenen Gebieten, wo allerdings das Wasser, wo die Wasser, die Bewässerung, das aus Trinkwasserreservaten kommt, die ausgesaugt werden und dies dann überhaupt nicht berücksichtigt wird in dieser Umweltbilanz, das finde ich halt dann auch wieder ja, nicht gesamt gesehen. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass man es im Gesamt sieht, auch Transportwege mit einbezieht. Und diese Gesamtbetrachtung wäre halt auch wirklich einmal schön zu sehen und darzustellen. Okay. Wahrscheinlich geht es eher in Richtung Transportkilometer, die seit neuestem manchmal zumindest beleuchtet werden. Jetzt weniger aber die Trinkwasserproblematik, oder? Also Trinkwasserproblematik, und das wird überhaupt nicht berücksichtigt und nirgends bewertet, nirgends gesehen. Es wird auch nicht berücksichtigt, wenn irgendwelche Gebiete über Tunnelfolien einfach gezogen werden. Ich weiß nicht, ob das irgendwie diese schöne Landwirtschaft der Zukunft ist, aber man wird sehen, man muss es aber wirklich auch speziell betrachten und nicht immer nur einen Punkt herausnehmen aus dem Gesamt. Genau. Also ich glaube, wir müssen wieder lernen, etwas anders zu diskutieren oder breiter zu diskutieren. Also die Ressource Wasser, also wir reden immer nur Kilometer, aber diese Wertschöpfung, auch was ressourcenschonendes Wasser, ja, also überhaupt nicht bewertet. Ja. Und es kann nicht nur sein, jetzt das Thema Pestizid, dann ist es nur das Thema Kilometer, sondern es wird wirklich eine breitere Diskussion in verschiedenen Bereichen zum Thema Lebensmittel dann auch geben. Ja? Mhm. Also auch Arbeitskräfte, soziale Bedingungen, das gehört auch alles genau. Mit berücksichtigt, ja. Ja, wenn ich das gesamte Produkt dann bewerte. Können Sie das vielleicht ein bisschen runterbrechen anhand eines Beispiels? Zum Beispiel, wenn wir gerade von der sauren Sparte sprechen, zum Beispiel am Beispiel der Essiggurke. Mit wem konkurrieren Sie da und wo sind da die Herausforderungen für Staudt? Also konkurrieren möchte ich das gar nicht nennen, sondern Hans Staudt hat auch immer gesagt, man muss den eigenen Weg gehen. Ja, also wir versuchen jetzt hier die letzten Jahren eigentlich Bio-Qualitäten zu forcieren. Ja, also wir machen sehr große Flächen in Bio, betreuen auch die Landwirte eigentlich mit in Bioflächen. Aber trotzdem, wenn man sagt, diesen wirklich Fokus auf Bio und Regionalität zu legen, wir werden es aber trotzdem nicht schaffen, dass man nur auf Regionalität das Ganze umzulegen. Ja. Und auch wir müssen allgemein wieder lernen zu sagen, okay, global wird auch, oder in Mitteleuropa mache ich andere Produkte, wirst du aus Mitteleuropa dann wahrscheinlich beziehen müssen, weil es das in Österreich oder im Bio nicht abgedeckt haben wirst. Ja. Und ich glaube, hier muss man einen Mittelweg dann eigentlich finden. Ja. Jetzt verstehe ich schon, dass Sie sich nicht als unmittelbare Konkurrenz von günstigen Eigenmarken im Supermarkt sehen wollen oder können. Aber woher kommt denn eigentlich diese Ware? Also wenn ich es nur betrachte, wenn ich sage, es gibt Produkte, wo wir ab und zu konfrontiert sind, was etwas kosten kann, aus der Türkei, aus Indien. Also da brauche ich nicht großartig was hinterfragen. Also ob das soziale Bedingungen, Arbeitskosten, also ob der faire Preis in der Landwirtschaft da bezahlt wird, das kann es ab und zu nicht sein. Ja? Also wenn ich, das ist nicht vergleichbar und diesen Weg können wir nicht gehen und wollen wir nicht gehen. Ja. Okay. Das war wahrscheinlich ein Bereich in den Supermärkten, der völlig ausgeklammert wird von der Regionalitätsoffensive, oder? Da geht es dann nur um Masse, oder? Da geht es um Massen und Mengen, genau. Und um Preis. Und um Preis, ja. Mhm. Also da ist man mitten in der globalen Wirtschaft. Da haben wir in den letzten 14, 15 Monaten ja viel gehört von Lieferschwierigkeiten. Inwiefern sind Sie eigentlich betroffen von den globalen Lieferketten? Also wir versuchen ja nicht nur unsere Rohprodukte, sondern auch unser Verpackungsglas, unsere Verschlüsse, unsere Etiketten, unsere Kartonverpackungen eigentlich so nah wie möglich zu beziehen, entweder aus Österreich oder aus EU-Europa. Und da kommt man natürlich dann in den weltweiten Konkurrenzkampf, wenn plötzlich so Situationen auftreten, wenn ein Schiff sich querlegt, wenn irgendwie Corona in China Häfen sperrt, wo andere Kunden diese Ware nicht mehr aus diesen fernöstlichen Ländern beziehen können. Die müssen dann plötzlich verstärkt im europäischen Markt oder kaufen dann plötzlich verstärkt im europäischen Markt ein. Da entsteht natürlich ein Murzensog und dann explodieren die Preise. Und das ist natürlich für uns auch schwer zum Handeln, weil wir ja auch Preise abgeben für ein Jahr oder noch länger. Und dann, wenn so plötzlich so Preisexplosionen passieren, die sind für uns schon sehr schwer auch zu handeln. Und da geht es ja nicht jetzt um 2%, um 3%, da geht es ja um teilweise 100%, 200%
Containerladungen, Früchte kaufen wir nicht ein aus China, aber trotzdem, das spielt dann alles mit eine Rolle. Die Treibstoffkosten, die Energiekosten explodieren, wo man denkt, okay, ich bin überrascht worden, weil ich dachte mir, das ist während der Corona-Zeit oder am Beginn der Corona-Zeit ist es nicht planbare. Aber dass es jetzt eigentlich sich so drastisch entwickelt hat, ist schon sehr spannend. Und man weiß ja dann nie genau, wie viel Spekulation dabei ist und wie viel Wirklichkeit und Wahrheit ist. Aber wo sind jetzt die Hauptprobleme? Offensichtlich bei der Verpackung, oder? Naja, wir sind die Verpackung natürlich, das ist ein Thema, und wo sich halt viele auch gesetzt haben, die haben irgendwie in Billigsproduktion dann eingekauft und die nach Europa schippen lassen. Und ich glaube, wir müssen halt darauf achten, dass wir aufpassen, dass wir auch eine gewisse Grundversorgung, eine gewisse Grundausstattung auch in Europa tätigen können. Das hat man ja auch gesehen bei Medikamenten, dass fast keine Medikamente in Europa gefertigt werden, sondern vieles im asiatischen Raum. Und ich weiß nicht, ob das wirklich ein sinnvolles Umgang mit Weltwirtschaft ist und sehr weitblickend ist. Wir müssen aufhören, auch Gewinne zu maximieren, und wir müssen darauf achten, dass wir eine gewisse Versorgungssicherheit auch garantieren können. Jetzt hat sich ja über alle Wirtschaftszweige hinweg die Tendenz herausgebildet, dass es immer weniger, aber dafür immer größere Konzerne gibt und Anbieter gibt. Ich glaube, Ihre Branche ist davon genauso betroffen wie jede andere auch. Wo merken Sie es denn speziell im Einkauf jetzt auch von Früchten und von Gemüse? Gibt es da irgendwie Länder, die immer stärker werden, und wenn ein Produktionsausfall ist? Also in diesem Rohwarenbereich merkt man es eigentlich weniger. Also da haben wir diese langjährige Lieferantentreue und diese persönlichen Beziehungen. Aber was schon merkt, ist diese globale Lieferkette, Kartonagen, Verschlüsse, Glas. Also hier sind Kapital ist genug am Markt. Ja. Hier ist das Konzern immer gekauft, weiterverkauft, und Aktiengesellschaften, Aktienmarkt geht nach oben. Hier sind schon diese Verknappung, ab und zu viel ist auch nicht logisch erklärbar. Warum ist es jetzt da nicht da, oder warum wird was zurückgehalten, ist ja nicht immer erklärbar, was wir in den letzten Monaten auch so gesehen haben. Hier ist es schon, konzentriert sich in dem Bereich schon sehr, sehr viel. Und das sehen wir schon sehr bedenklich eigentlich dann auch. Ja. Aber wo kaufen Sie jetzt eigentlich zum Beispiel die Verschlüsse? Verschlüsse ist es so, dass wir in Europa einkaufen. Also hier schon von Deutschland, also Österreich, gibt es hier niemanden, der was einen Weißblech-Nockenverschluss, ja. Sagen die Deutschen dazu, es sind deutsche Betriebe, aber auch hier, das sind Konzerne. Wenn ein Konzern kauft einen anderen Konzern auf, und hier ist man eigentlich abhängig, und man muss wirklich schauen, dass man von der Versorgung das so eintaktet, dass man halt hier wirklich auf Vorrat kauft und wirklich das an Lager hält und nicht nur so quasi just in time etwas bestellt. Also diese Themen wird es nicht geben, weil halt da sehr viel ungewiss ist, und Betriebe werden halt verkauft und weitergedreht, und da hat sich sehr viel geändert. Ja. Und vielleicht ist auch die letzten paar Jahre ein bisschen ein zusätzlicher Hebel gewesen, aber da spielen wirklich nur mehr Großkonzerne mit, und da gibt es keine Nischenanbieter oder Kleinproduzenten mehr. Inwiefern hat sich das jetzt für Sie geändert, oder was hat Stauds ändern müssen im Einkauf? Kaufen Sie jetzt mehr auf Lager, weil Sie Angst haben, dass Sie später nicht mehr bekommen? Also wir sind eigentlich diese Lieferantentreue, die Lieferanten, die arbeiten sehr eng mit uns zusammen, aber wir haben jetzt vorsorglich schon eigentlich auf Lager und kaufen auf Lager ein, und gerade diese Produkte, Etiketten, Verpackungsmaterial versuchen wir schon, große Lagerbestände zu halten, dass man halt hier wirklich die Versorgung für den Handel gewährleisten kann. Also die Lagerhaltung ist ein gewaltiges Thema geworden, und das sehen wir auch bei anderen Betrieben, dass sich hier auch was ändert, dass man in Lagerhaltung gehen wird müssen. Ja. Aber es werden auch viele Früchte sofort eingekauft und auf Lager genommen. Man verlässt sich jetzt nicht mehr, dass die irgendwo zwischengelagert werden in einem anderen Tiefkühlhaus. Viele Produkte werden aus tiefgefrorenen Früchten produziert, sondern man kauft sie selbst ein, lagert sie im eigenen Lager, weil das, was man hat, das hat man, das kann einem niemand mehr wegnehmen. Also man geht auf Nummer sicher. Das heißt, das ist zum Beispiel neu bei Ihnen? Ja, verstärkt. Verstärkt. Ja. Und wo lagern Sie das dann? Alles in Wien, oder wo ist das? Wir sind da in verschiedenen Tiefkühlhäusern eingelagert, ja. Okay. Die Fläche, die wir anbieten. Können Sie sagen, wie viele Früchte Sie da jetzt lagernd haben? Ich weiß nicht, ich glaube, es sind 1200 Paletten oder so irgendwie. Okay.
Okay, so funktioniert das. Okay. Ja, und das ja, ist halt ziemlich auch natürlich eine finanzielle Herausforderung, das alles vorzufinanzieren. Mhm. Aber es ist natürlich eine wichtige Basis, um die Verfügbarkeit sicherzustellen. Mhm. Apropos Vorfinanzieren, wie hat es eigentlich in der Pandemie ausgeschaut? Wo verkaufen Sie eigentlich am meisten? Ist das der Handel? Und wie viel geht in die Gastronomie, wo Sie doch auch präsent sind? Wir verkaufen ca. 25% in die Gastronomie und 75% in den Handel. Wir exportieren ca. ein Drittel. Und ist natürlich die weltweite Gastronomie wirklich zusammengebrochen. Von Hongkong bis nach New York. Und in Österreich und in Europa konnte halt der Lebensmittelhandel diese Defizite auffangen. Aber trotzdem hoffe ich, dass sich die Situation mit der Hotellerie auch bald wieder normalisiert. Aber ich glaube, da ist jetzt nicht nur die Pandemie schuld, sondern auch teilweise die Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Weil es wird eigentlich in ganz Europa ist eine große Herausforderung, die Arbeitskräfte zu finden, die in der Gastronomie arbeiten wollen. Und das hat sich seit der Pandemie, glaube ich, noch einmal etwas verschärft. Mhm. Apropos Arbeitskräfte, das ist ja auch ein Problem, das Sie wahrscheinlich haben, nämlich bei der Ernte. Wie haben Sie das gelöst? Na, gelöst, also es ist für unsere landwirtschaftlichen Partner ist es eine große Herausforderung und wird eine große Herausforderung auch weiterhin sein. Also hier wirklich diese, wenn wir vorher gesprochen haben, so quasi diese Erntetage werden immer kürzer oder was. Man muss flexibler sein, man muss schneller sein und man braucht natürlich das gewisse Personal. Und wir versuchen auch hier unsere Landwirte so mitzubetreuen, dass sie einen fairen Preis bekommen, auch ihre Arbeitskräfte fair entlohnen. Ja. Und dass auch hier gutes Personal immer zur Verfügung steht. Ja. Aber ist natürlich eine große Herausforderung und wird man sehen, wie man das in den nächsten Jahren lösen wird können. Aber wir glauben, durch Fairness und gute Betreuung der Landwirte und die Landwirte wieder den Erntehelfer gegenüber, muss man schon schaffen, dass man so viel wie möglich in unmittelbaren Umgebung enthalten kann. Mhm. Ja. Aber es ist natürlich schon herausfordernd, weil auch wenn man Bioanbau forciert, das ist ja nicht einfach, man macht jetzt Bio und ich habe es jetzt da, alles wächst ohne irgendwas dazu zu tun. Ich muss ja da teilweise mehr Arbeitskräfte einsetzen, um irgendwie also den Boden zu bearbeiten oder die Pflanzen besser zu pflegen. Und das ist ja auch arbeitsintensiver. Das verursacht natürlich auch mehr Kosten. Und es ist ja auch ein Biolandbau oder ein Obstbau, heißt nicht, dass es ungespritzt ist. Man muss ja da auch Pflanzenschutzmittel einsetzen, die allerdings anders aufgebaut sind. Und das ist dann natürlich extreme auch Kosten, die entstehen für die Biolandwirte. Und die brauchen aber auch die Menschen, die das tun wollen. Und das ist nämlich wirklich ein ziemlicher Job, wenn man am heißen Feld steht und die Bodenbearbeitung durchführt. Oder auch wenn man jetzt Erntehelfer ist und man pflückt die Erdbeeren oder die Gurken und das ist halt mitten am Feld. Das ist so eine offene Werkstätte und das ist schon sehr herausfordernd. Da muss es die Menschen geben, die das noch machen wollen und machen können. Und oft ist halt einfach der finanzielle Anreiz auch, der gegeben sein muss, dass es umgesetzt wird. Ansonsten verfolgt das am Feld de facto. Jetzt rühmt sich ja Österreich sehr gerne damit, dass es den höchsten Bioanteil, ich glaube, in Europa hat. Mhm. Allerdings, ich glaube, die Zuwachsraten sind jetzt ziemlich eingeschränkt, seitdem die Förderungen ausgelaufen sind. Haben Sie jetzt auch Probleme, zusätzliche Biobauern zu finden? Es ist teilweise im Obstbau ziemlich herausfordernd, Bio-Obst, Bio-Erdbeeren oder Bio-Marillen anzubauen, da eben diese Niederschläge herrschen und auch irgendwelche Pilzinfektionen auftreten können. Momentan geht es noch für unsere Größe, dass wir, glaube ich, genug Mengen finden, aber wir könnten zum Beispiel bei Weitem mehr Erdbeeren anbauen oder anbauen lassen, aber wir finden keine Produzenten, die das wollen oder die das umsetzen können. Okay. Und das ist natürlich schon die Herausforderung. Und man muss schon auch mit diesem Bio-Anteil, also wir sind da schon Weltmeister prozentuell gerechnet. Allerdings teilweise wird eine Bio-Milch auch als konventionelle Milch verkauft, weil die Konsumentinnen diesen Mehrpreis an Bio nicht zahlen wollen. Da muss man natürlich schon auch schauen, dass man eine gewisse Preiskorrektheit auch im Handel umsetzen kann. Weil ansonsten nützen diese ganzen Anstrengungen des Mehraufwandes für Bioproduktion niemanden etwas und man muss das konventionelle Milch abwerten. Und da sind ja schon die Konsumentinnen auch gefragt, dass man das auch dann irgendwie
auch bezahlt bekommt. Ja. Aber ist das jetzt ein Problem in der Milchwirtschaft oder auch bei Ihnen in der Branche? Ich glaube, das ist eher, ich glaube in unserer Branche nicht, weil es da einfach kein Überangebot gibt. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen. Es wird kein, für gute Produkte wird es kein Überangebot geben. Ja, also das, glaube ich, müssen wir lernen. Gute, solide Produkte werden rar werden. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass manche Dinge auch gewisse zu Saisonen nicht mehr gibt. Ja, nicht mehr diese Verfügbarkeit 12 Monate im Jahr. Das werden wir auch bei anderen Produkten wahrscheinlich, oder haben wir gelernt die letzten Monate auch und werden wir wahrscheinlich auch weiterhin lernen müssen, dass es diese unendliche Verfügbarkeit von 7 Uhr bis 20 Uhr am Abend und auch von Jänner bis Dezember nicht geben wird. Ja, gute Produkte werden rarer werden und wird es zu manchen Zeiten nicht mehr geben. Ja. Mhm. Sie haben früher schon angesprochen, also quasi das Geschäft in Asien ist weggebrochen aus Ihrer Sicht, weil ja der Tourismus quasi zum Erliegen gekommen ist. Wie soll es denn weitergehen? Gibt es irgendwie Exportmärkte, wo Sie sagen, da würden wir gerne in Zukunft den Fokus drauf legen, das wäre für uns interessant? Ich glaube, man kann doch viel auch den einheimischen Markt und auch den umliegenden Markt beackern und etwas noch kreieren. Es ist natürlich immer schön, wenn man Produkte aus Österreich auch in die Welt schicken kann. Es ist ja auch ein Welthandel, etwas Positives. Es wurde halt durch die Globalisierung immer so negativ dargestellt, aber es ist ja auch schon etwas Schönes, in der Welt, mit der Welt zu handeln und schöne Produkte, gut schmeckende Produkte sind ja auch Botschafter des Landes, irgendwo hin in die Welt zu schicken. Und wenn es bis nach Japan geht und wenn man dort dann mit den schönen japanischen Schriftzeichen ein Produkt von Staudz in den Regalen sieht, ist man schon stolz und freut sich und denkt sich, hurra. Wäre das neu? Das gibt es schon. Und ich glaube, natürlich der asiatische Raum ist sehr interessant. Und vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, einmal nach Australien zu liefern oder nach Neuseeland. Das wäre natürlich schön, auch dort vor Ort einmal Gespräche zu führen, da diese Länder ja wunderschön sind und reizvoll sind. Aber schauen wir mal, Step by Step. Und wie blicken Sie in die Wintersaison? Ich meine, auch mit der Planung, da ist ja doch die Gastronomie auch ein wichtiger Kunde. Wie stellen Sie sich darauf ein, dass man da überhaupt nicht weiß, wie die Wintersaison laufen wird? Wie wird da eingekauft? Manche Produzenten erzählen, dass viel vorsichtiger eingekauft wird. Das ist eine Erfahrung, die Sie teilen? Ja, also ich hoffe, dass wir uns irgendwie auch überzeugen lassen. Oder ich weiß, sagen wir es andersrum. Es ist natürlich interessant, dass jetzt auch diese Corona-Zahlen in gewissen Ländern stark zurückgehen und bei uns steigen sie wieder extrem in die Höhe. Und ich weiß nicht, wie das in einem Monat ausschauen wird. Und ich glaube, ich konnte mir letztes Jahr nicht vorstellen, dass es einen Winter gibt ohne Wintersaison und Skitourismus. Aber ich glaube, eine zweite Saison in dieser Art ist für mich persönlich nicht vorstellbar, weil einiges dann auch kollabieren wird. Sie meinen jetzt gesamtwirtschaftlich? Gesamtwirtschaftlich und ja, genau. Ich denke, und das Einkaufen, dass man natürlich das daraus gelernt hat und man nicht mehr so viel auf Lager legt, ich glaube, das ist auch also von den Kunden her auch verständlich. Aber das heißt, Sie beiden gehen positiv in die Wintersaison? Na, absolut. Also wir wollen auch Partnern, also die Gastronomiepartner natürlich unterstützen, wo es nur möglich ist. Und sonst heißt es, flexibel zu sein. Also in der Produktion im Süßen und im Sauren halt vorsichtig das versuchen zu planen. Aber wir sind schon positiv, dass man auch in der Gastronomie das wieder aufholen kann und dass das wieder schön eine Gleichmäßigkeit und in Schwung kommt eigentlich. Ja. Ich glaube, die Reservierungen schauen ja super aus. Es gibt ja teilweise keine freien Hotelzimmer mehr. Alle wollen wieder Skiurlaub machen, Winterurlaub machen. Ich hoffe, es fällt auch genug Schnee. Und ich freue mich auf eine schöne Winterzeit. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, war sehr interessant. Und vielen Dank fürs Zusehen. Zu Hause, vielen Dank. Auf Wiedersehen.